Da brauchen wir mal wieder Wasser. Hey, warte. Wo? Drauf gehen. Ja, passt. Im Singleplayer würde man natürlich mit dem Magier erst eine Kiste hier draufzaubern, wo ich mich dran hänge. Also er ist wirklich nicht... Weil wir das immer so zu zweit machen, das kann man natürlich auch ganz einfach alleine. Jetzt würde man natürlich die eine Kiste drauf machen auf das Wasser, ey. So, waren das aber. So. Mach mal den Stein da weg. In die. Hier ist nichts. Enttäuschend. Oh. Cool. Da wollt ihr wieder zurück. Noch. Bitte sag, dass ich das war, dass du nicht wieder zurückgekommen bist. So, ja, jetzt kam bitte nochmal hoch. So, und. Jo, da links ist. Hier ist noch eine ganze Menge. Jo, da komme ich ja so dran. Hier ist. Holzdach. Gut, ich habe glaube ich alles. Level up. Wir haben Level up. Wir haben nur einen Punkt frei. Das lohnt sich glaube ich gerade nicht. Sparen auf den Wurfhammer oder die vier Teile, würde ich sagen. Ja, vier Teile würde ich eher sagen. Und wir haben wieder mal eine Schnecke. There must be something in the water here. Or maybe it's in the soil. Can't wait to find out what. Schon cool. Und für eine Schnecke sieht das Teil schon ziemlich fantastisch aus, muss ich sagen. Bin ich irgendwas zum Futtern für die? Ja. Wieder so Tiere füttern. Direkt in der Schwindhülle. Die explosiven Pfeile, ey, die sind so heftig. Unten. Ja, da vorne sieht man auch schon. Ah. Das Teil müssen, können wir garantiert irgendwie. Okay, das macht trotzdem Schaden. Natürlich jetzt nicht so schön. Man kommt auch nicht mehr raus. Ich meine, davon ist ein Schalter drin. Ja, irgendwas damit muss es doch. Kannst du da irgendwas hinzaubern? Umlegen. Kannst du das verschieben? Weiter? Weiter geht nicht. Nein, weiter geht wirklich nicht. Da ist dieses Holzteil im Weg. Oh, gut. Holzhammer-Methode. So, kannst du jetzt die Dämpfe wegblasen oder so? Jetzt sieht's so aus, oder? Jo. Ja. So, gucken wir mal, was das macht. Das ist ein ganz schön die schwerer... Die Plattform runter. Oh, ja, ist sehr von der Stadt. So. Das konnte ich nicht dadurch und wir kriegen nur unser Painting. Eine Unterwasserstadt. Auch nicht schlecht. Atlantis. Jetzt komme ich wie hoch? Ups. Komm her, Spinne. Also, Eispfeile haben auf jeden Fall mehr gegen Spinnen gebracht. Muss ich mal sagen. Da waren die ja nach einem so einem Doppeltreffer komplett erstarrt und konnten nichts mehr machen. Und hier brauche ich drei Explosionspfeile. Hier rechts ist glitschiger Boden. So, und hier Zeugs.
ja wirklich nur Zeugs, was im Weg liegt. Heb mich mal damit hier hoch, wo ich hier stehe. Nee, es war so dunkel, ich dachte, man weiß ja nie. Und wenn hier so viel rumsteht, das hat meistens ja irgendeinen Grund. Upsala. Ja, da rutscht man direkt wieder runter. Oh, hier ist so ein Zweig-Keyboard, den kann ich drehen. Ui. Was passiert, wenn ich die Kiste da? Natürlich, die rutscht auch, ne? Mhm. Was du machen könntest, ist da wieder eine Planke reinhängen. Warte mal. Und da. Ja, die Planke in die Stacheln reinhängen. In die Stacheln. Ach so, in die Stacheln. Weiter. Ah, noch ein bisschen. Ja, und ein bisschen drehen. Dass es gerader wird für uns. Ja, ja. So, schon besser. Vielleicht etwas noch. Oder so. Ja. Hebst mich trotzdem mal kurz hoch, ich bin gucken, was oben beim Spiky Ball ist. Sehe absolut gar nichts. Okay. Oh, und vor immer wieder hell. Ja, kommen wir nicht hoch genug. Und daneben ist tot. Super. Gut. Stell die einfach mal da auf den ab. Sehr schön. Da vorne ist der nächste Checkpoint. Oh Gott, diese scheiß Blätter, die verlangsamen einen. Oh, kein Problem. So, was am. Wow, da springt man auch ganz schön. Und noch mehr springen. Irgendwas muss hier vorne noch sein. Nope! Da ist nix. Nö. Tatsächlich nicht. Ja, hier wirft einer schon wieder mit Stein. Ganz am Rande oder was? Nein. Wo? Oh, hinterher. So, die Erfahrung da vorne holst du dir? Ja. Oben sieht es nicht so aus, als geht es da noch. Links müsste was sein. Ja, nee. Hat es bei dir ist auch nicht gescrollt? Nee, es scrollt nicht. Das ist, glaube ich, Ende vom Bildschirm. Dann. Ja, es war dort gerade aber eher ein merkwürdiger Bug, glaube ich. Es machte keinen Sinn, dass dort Ende war. Gut. Hier unten ist irgendwie verdächtig. Ja? Mhm. Ah, kann man aufbrechen? Jo, von dieser Seite komme ich auch nicht dran. Moment. Nee, musst du rüber. Ah, oder auch nicht. Du bist alleine. Viel Glück. Ich glaube nicht, dass du dich das so einfach schieben lassen.
Ja, da vorne rechts. Geh erstmal. Ja. Mal kurz an. Sehen gerade. So, gut. So, hier die Erfahrung und dann. Okay, da unten geht's noch runter. Hm, da unten geht's was runter? Da geht's nur runter. Also ganz tief in den Abgrund. Okay. Brauchst du Hilfe? Ja, ich überlege gerade, wie wir das am besten hier jetzt machen. Also wie wir das hier unten halten. Ja, oder du machst das einfach richtig. Zwei Blatt, drei Blatt. Da unten war jetzt wirklich nichts, oder? Das hat's nee, da bin ich einfach nur in den tiefen Abgrund gefallen. Das macht auch immer mal wieder Spaß. Ich brauche hier oben deine Arrows. Du musst das große Fass da oben schießen. Solid. Wow! Mach alles nur kaputt. Die sind aber auch heftig, diese Pfeile. Jetzt müssen wir da vorne wieder dran. Oder machst du so, genau, auf dem Weg. Geh doch zurück! Zurück mit dir! Sonst sperre ich dich wieder ein und dann darfst du dich nicht mehr beschweren. Ja, lohnt sich gleich nicht mal das Teil. Aber kurz. Oh, gut. Ich schätze mal eh, dass das nur die Plattform da hoch bewegt. Ich stehe im Weg. Das war jetzt ja unwillig, wenn man schon drüben ist, braucht man die gar nicht mehr. Ich glaube, das war so im Multiplayer, falls man das nicht per Plattform macht wie wir. I'm so sorry, I didn't notice you leaving the party. Happy 16th, my love. Let's go to the forest tomorrow through the secret cavern, Isabel. Wieder pointless. Oh, das war das Ende des Levels. Ups. Shit, ich wollte das eigentlich gar nicht. Damit konnte doch keiner rechnen. Naja. Das war's für heute mit Trine 2 und man sieht sich beim nächsten Mal. Macht's gut. Ich gehe nach links. Ja, bis dann.